Meine Damen und Herren, Facebook. Ich bin so besessen von Facebook. Facebook benutzen ist immer so ein kleines bisschen wie an Heiligabend zu seinen Eltern zurückzukommen. Die blaue Hölle des Internets. Bei Facebook können 12-Jährige ihre Unschuld verlieren, nachts um 3 durch ein Penisfoto des 65-jährigen Jochen. Bei Facebook hat Tante Elke ihr neues Hobby entdeckt, Holocaust leugnen. Bei Facebook hat mein Schwager Gernot sich in nur 4 Tagen vom ahnungslosen Klangschalencoach zu Norddeutschlands bekanntestem Internetvirologen weitergebildet. Facebook, Facebook, Facebook. Ich bin genauso besessen von Facebook wie Didi Hallervorden von Schönem Wetter. So sitze ich den ganzen Tag vor Facebook und freue mich einfach. Weil Facebook ist einfach ein geiler Konzern. Das TikTok für Hässliche. Facebook ist das Twitter für Dumme. Das Telegram für Festnetztelefonierer. Ach so, nee. Das kann man so nicht sagen, weil Facebook heißt ja gar nicht mehr Facebook. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Facebook-Chef Mark Zuckerberg will, dass wir alle jetzt zu Facebook Meta sagen. Ich sage lieber weiter Facebook. Ich lasse mir von Mark Zuckerberg doch nicht vorschreiben, was ich sagen soll. Facebook ist Meta und Meta ist Facebook. Und Mark Zuckerberg ist ein gottverdammtes Genie. Denn er hat jetzt noch was ganz Neues, Krasses erfunden. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hey, Mark. Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Whoa, weird. Okay, Metaverse. Mark Zuckerberg will ein Metaverse erschaffen, ein digitales Universum, in dem Menschen alles machen können, was sie im echten Universum auch machen können. Nur mit einer Grafik wie 2006 bei Wii Sports. Und alles gehört Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Wer bist du eigentlich genau? Und wie ging das alles los mit Facebook? Also, Mark Zuckerberg, du wirst 1984 geboren. Ah, deshalb also dieses Buch. 2002 dann, ab nach Harvard. Yay. Mark, I got accepted. Yay. In Harvard kommst du nach Slytherin. Nach deinem ersten Jahr hackst du dich erstmal in die Uni-Datenbank. Wir sind gehackt worden. Kleiner Gag. Aus der Datenbank klaust du, was kein Informatikstudent vor dir je gesehen hat. Bilder von Frauen. Du baust eine Seite, auf der man die geklauten Bilder von Studentinnen danach bewerten kann, ob man mit ihnen bumsen würde. Datendiebstahl und Bodyshaming. Hot as fuck. Dafür bist du bei Harvard für immer unten durch. Ah, ach nee, lol. 2004 baust du noch eine Website. The Facebook. Diesmal geben dir die Leute ihre Daten sogar freiwillig. People just submitted it. I don't know why. Ganz schön dumm, oder Mark? They trust me, dumb fucks. Es gibt echt viele dumme Ficker, die dir vertrauen. Wie er hier, dein erster großer Investor. Peter make Massenüberwachung great again, Thiel. Mit 500.000 $ hilft er dir bei Facebook, deiner genialen Idee, die du ganz allein hattest. Oh, oder vielleicht hast du die Idee von Freunden geklaut, hast dich in deren Konkurrenzplattform gehackt und sie sabotiert. Hm, Mark? Und als JournalistInnen dazu recherchiert haben, hast du vielleicht deren Facebook-Passwörter geklaut und dich in deren Mails gehackt. Wow. In dieser Zeit hast du sehr viel über Datenschutz gelernt. Selber Daten klauen ist mega anstrengend. Ein Algorithmus kann mehr Daten klauen. Und Daten klauen ist erlaubt, wenn man Leute vorher fragt. Dein Facebook hat Daten. Die Werbeindustrie liebt Daten. So wirst du, Mark Zuckerberg, mit 23 zum jüngsten Selfmade-Milliardär der Geschichte. You rock, Mark. Daumen hoch. Zu schlau für Harvard, zu ehrgeizig für Freunde. Mark Zuckerberg ist einfach unstoppable. Country roads, take me home. Das, worauf Mark Zuckerberg das surft, ist übrigens ein Ozean aus Tränen von europäischen Datenschutzbeauftragten. 2012 kauft Zuckerbergs Facebook seinen Konkurrenten Instagram. Und 2014 mal eben für nur 19 Milliarden Dollar WhatsApp. Facebook wächst und wächst. Rund 100 Unternehmen hat Facebook bis heute gekauft. Knapp 3 Milliarden Menschen nutzen jeden Monat alleine die Seite Facebook. WhatsApp und Instagram sind da noch gar nicht mit einbegriffen. Ein Drittel aller Menschen der Welt sind auf Facebook und mindestens 2 Tiere. Frisch sterilisiert wünschen Ronja und Raya einen schönen zweiten Advent. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man als Katze seinen Adventssonntag schöner verbringen könnte als frisch sterilisiert bei Facebook.
ja, wo war ich? Ach so. Ja, knapp 3 Milliarden Menschen auf Facebook. Wenn Facebook ein Land wäre, wäre es das größte Land der Welt. Und die Zahl der Menschen, die sich bei Facebook anmelden, steigt immer noch weiter, jeden Tag. Facebook ist eine einzige riesige Erfolgsgeschichte. Aber warum soll man denn Facebook jetzt auf einmal Meta nennen, hä? Der Anfang vom Ende? Facebook in der Krise. 14 US-Generalstaatsanwälte erhöhen Druck auf Facebook. Whistleblowerin stürzt Facebook mit Enthüllungen in tiefe Krise. Facebook Papers. Neue Enthüllungen katastrophalen Ausmaßes. Ach ja, deswegen. Die ehemalige Facebook-Top-Managerin Frances Haugen hat vor ein paar Monaten Edward Snowden-Style tausende geheime Dokumente von Facebook an die Presse geleakt. My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. Und diese Facebook-Leaks von Whistleblowerin Frances Haugen mit ganz schön vielen krassen internen Informationen aus der abgefuckten Facebook-Meta-Facebook-Welt sind in die vertrauensvollen Hände der seriösesten Journalistinnen der Welt gelangt. Und in unsere. Und wir haben die Facebook Papers, die Facebook Leaks von Frances Haugen sehr, sehr gründlich durchgeblättert. Für Sie, für uns. Was man da so alles findet. Unglaublich. Interne Studien, Präsentationen, Firmenchats zwischen Facebook-Mitarbeitenden. Und ich sag mal so, bei Facebook werden mehr Probleme totgeschwiegen als beim großen Tönnies Weihnachtsgrillen und der ARD-Intendantenkonferenz zusammen. Immer wieder haben ForscherInnen von Facebook die negativen Auswirkungen der Plattform belegen können, wie die Dokumente zeigen. Immer wieder hat das Unternehmen, trotz Anhörungen im US-Kongress, eigener Verpflichtungen und zahlreicher Enthüllungen in den Medien, diese Auswirkungen nicht behoben. Aus diesen heimlich gemobsten Facebook-Dokumenten, internen Facebook-Dokumenten, geht hervor, ich sag mal so unterm Strich, Facebook weiß, dass es der Welt schadet und macht trotzdem immer weiter. Wie Adele. Hör auf, Adele, hör auf. Ich hab keine Tränen mehr. Ach so, Facebook ist schädlich. Facebook ist schädlich und Facebook weiß das. Aber das geht Facebook am blauen Meta-Arsch vorbei. Facebook ist zum Beispiel schlecht für die Gesundheit. Hier, wer sich bei Facebook für Sudels interessiert, ich bin privat ein riesen Sudels-Fan. Nudeln aus Zucchini. Zucchini selbst schon Top-Gemüse. Aber dann noch Nudeln aus Zucchini, Hügge für den Mund. Wer sich für Sudels interessiert, den zieht der Algorithmus von der Healthy-Food-Bubble ziemlich schnell in die Unhealthy-Death-Bubble. If you're on Instagram, you're going to constantly be getting drawn towards rabbit holes you could fall down, right? There's evidence in the documents of things like kids searching for healthy eating and being pulled towards anorexia content just by engaging with the content that Facebook presents. Irgendwann wird man halt depressiv, wenn man täglich Sudels frisst und sich bei Instagram mit jungen, sexy Fitness-Influencern vergleicht. Wipe, wipe, wipe it down. Wipe, 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 wipe it down. Wipe, wipe. Wenn man den ganzen Tag bei Instagram Kai Pflaume dabei zugucken muss, wie er Sit-Ups von einer Gerstengras-Bowl macht, dann geht's einem irgendwann psychisch schlecht. We make body image issues worse for 1 in 3 teen girls. Das ist nicht das Motto der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel, sondern das Ergebnis einer internen Studie von Facebook über Instagram. Facebook weiß, dass Instagram schädlich ist, besonders für Teenager. Und Facebook weiß, dass Instagram Menschenleben gefährdet. Eine Präsentation zeigte, dass unter suizidgefährdeten Teenagern 13% der britischen und 6% der US-amerikanischen NutzerInnen den Wunsch, sich das Leben zu nehmen, auf Instagram zurückführten. Dabei kann Facebook doch so viel mehr als seine Nutzerin in den Selbstmord treiben. Ein mexikanisches Drogenkartell nutzte Facebook, um Auftragskiller zu rekrutieren, auszubilden und zu bezahlen. Ja genau, die mexikanische Mafia sucht Azubis für ihre Drogengangs über Facebook-Plattformen. Eine ziemlich clevere Recruiting-Idee, die sich die mexikanische Mafia übrigens bei einer Glaserei aus Langen abgeguckt hat. Moin, ich habe 2 Ausbildungsplätze zu vergeben. Mich interessiert nicht, wo du herkommst oder welche Schulbildung du hast.
Ja, egal welche Schulbildung du hast, egal was du willst, Facebook spült dir garantiert geile Inhalte in deine Timeline, die perfekt zu deinen Interessen passen. Moin! Ein Video zeigt eine Person, die einem jungen Mann mit einer goldenen Pistole in den Kopf schießt, während das Blut aus seinem Hals spritzt. Ein weiterer Post zeigt die Aufnahme eines verprügelten Mannes, der an einen Stuhl gefesselt ist. Der nächste Post zeigt einen Müllsack voller abgeschlagener Hände. Eines der größten Drogenkartelle Mexikos macht Jobbörse auf Facebook und Instagram. Wie ein ganz normales mittelständisches Familienunternehmen aus der Nähe von Bremerhaven. Und Facebook tut monatelang nichts dagegen. Die Seite blieb, ebenso wie andere Instagram- und Facebook-Seiten, die Werbung für das Kartell machten, für mindestens 5 Monate aktiv, ehe sie gelöscht wurde. Wir haben eben extra nochmal nachgeguckt, weil wir es gar nicht glauben konnten. Bis heute findet man solche Werbevideos, getaggt mit Drogengang-Hashtags, immer noch auf Instagram. Ja gut, das kann mal passieren, wenn man Milliarden Nutzerinnen aus so vielen verschiedenen Ländern der Welt hat, ne? Sklavenmärkte auf Instagram gefunden. Im Herbst 2019 hat die BBC eine Dokumentation über Sklavenhandel in Kuwait veröffentlicht. Und in dieser BBC-Doku kam heraus, huch, Facebook steckt ja mittendrin im Geschäft mit dem Sklavenhandel. In the Gulf, women employed as domestic workers are being sold online. It's been called an online slave market. Frauen in Kuwait werden verkauft per Instagram. Super unkompliziert, super handy. Und das ganze Organisatorische, welche Frau wann wohin, das klärt man dann easygoing später auf WhatsApp. Auch eine Facebook-Plattform. Organisierter Menschenhandel im Facebook-Universum. Aber davon kann Facebook doch vor der Veröffentlichung der BBC-Doku gar nichts gewusst haben. Facebook wusste von dem Problem und hatte sogar einen Codenamen dafür. Hex, beziehungsweise Human Exploitation, also Ausbeutung von Menschen. Ja, ene mene 1, 2, 3, Arbeitssklavinnen hätte ich gerne 7 zum Preis von 2. Hex, Hex! Ja, doch Facebook wusste Bescheid, auch vor der BBC-Doku. Aber erst nach den Enthüllungen hat sich Facebook darum gekümmert. Natürlich sofort und super gründlich und mit ganzem Herzen. Jedoch verblieben laut einem anderen Bericht Inhalte, die Sklavenarbeit im Haushalt zeigen, auf der Plattform. Facebook hat sich erst so richtig um das Problem mit dem Sklavenhandel auf seinen Plattformen gekümmert, als es um was wirklich Wichtiges ging. Aufgrund des BBC-Berichts drohte Apple damit, Facebook und Instagram nicht länger im App Store anzubieten. Motiviert durch das, was Facebook-MitarbeiterInnen in einem internen Dokument als potenziell schwerwiegende Folgen für das Geschäft bezeichnen, setzte Facebook schließlich härtere Maßnahmen durch. Mhm. Kaum geht es um die Unversehrtheit der Facebook-App im App Store, interessiert sich Facebook plötzlich auch für die Unversehrtheit von Frauen. Kein Wunder, dass Facebook hervorragende 1,8 von 5 möglichen Sternen im App Store hat. 1,8 Sterne. Die größte und mächtigste Plattform der Welt mit einem Börsenwert von 700 Milliarden Dollar hat dieselbe Bewertung wie das angeblich schlechteste Restaurant Deutschlands, das Von der Becks Restaurant in Cochem an der Mosel. Wieso ist? Sieht doch echt ganz nett aus. Was soll denn daran schlecht sein? Essen war geschmacklich nicht gut. Einer von uns hat sein Gericht erst bekommen, als der Rest fertig war. Der Wildlachs war zum Teil eindeutig kein Lachs. Definitiv keine Empfehlung. Darum nur ein Stern von Stefan für den Teil vom Wildlachs, der Lachs war. Apropos teilweise Wildlachs. Wir haben heute beim Mittagessen einfach mal nachgeschaut, ob man bei Instagram noch immer Frauen kaufen kann. Und was soll ich sagen? Ja. Das geht super einfach. Wir haben mehrere Instagram-Seiten gefunden, auf denen Frauen zum Verkauf angeboten wurden. Heute Mittag, zum Beispiel in Saudi-Arabien. Auf einer dieser Instagram-Seiten war ein WhatsApp-Kontakt angegeben und wir haben einfach mit Menschenhändlern ein bisschen gechattet. Heute Mittag auf WhatsApp. Und er hat sofort reagiert und uns eine Frau zum Verkauf angeboten. Das hat er geschrieben hier. Beautiful, obedient, loves cleaning and is an expert in massage. Schön, gehorsam, liebt Putzen und ist eine Expertin für Massage. Uff. Eine weitere Frau wollte er uns für umgerechnet 6.800 Euro verkaufen. You own it for 2 years. Ihnen gehört es für 2 Jahre. Die Frau, es, wäre für 6.800 Euro unser Eigentum geworden. Der Menschenhändler hat uns heute Mittag für morgen sogar eine Übergabe im Geschäftsviertel von Riad angeboten. Er hat uns sogar ein Foto von ihrem Reisepass geschickt. Auch den Pass durften wir für 2 Jahre behalten, war sein Versprechen. Und er hat außerdem noch zum Schluss versprochen, das ist kein Spaß, we guarantee her from escaping. Wir versprechen, dass sie ihnen nicht wegläuft. Ey, liebe Sklavenhändlerbranche, hey, liebe Menschenverkäufer, hereinspaziert zu Facebook, let's connect. In our DNA,
We are a company that builds technology to connect people. Yeah, connecting people, bringing the world together. Auch in Dubai. Männer, Sklavinnen, Menschenhändler, Sexkunden, connecting echt everyone, also außer eben die Sicherheitsbehörden. Facebook gab an, die Menschenhändler nicht an die lokalen Polizeibehörden gemeldet und die Botschaften der Heimatländer der Frauen nicht alarmiert zu haben. Okay. Sus. Warum sagt Facebook der Polizei denn nicht Bescheid? Mithilfe der Facebook-Tools konnten Menschenhändler die Anzeigen gezielt für Männer in Dubai schalten. Die von diesem Ring aufgegebenen Anzeigen brachten Facebook 152.000 US-Dollar ein. Weil Facebook am Menschenhandel auf seinen Plattformen mitverdient hat und auch in Zukunft gerne weiter mitverdienen wollte. Facebook behielt weiterhin die Einnahmen aus Anzeigen, die Menschenhändler bezahlt hatten. Auf Facebook werden permanent Gesetze gebrochen und Facebook weiß das. Dabei legt Mark Zuckerberg doch eigentlich so viel Wert auf Regeln. Mark Zuckerberg sagte öffentlich, dass die Verhaltensregeln von Facebook Inc. für alle gelten, unabhängig von Status oder Bekanntheitsgrad. Sagt Mark Zuckerberg, oder um es mit den Worten des erfolgreichsten und mächtigsten Mark in Deutschland zu sagen. The Regels and the Regels, reiß dich zusammen, so einfach ist das, du musst dran halten. Ja, the Regels sind the Regels, sind the Regels. Bei Facebook sind die Regels vielleicht the Regels, aber sie gelten eben nicht für alle Userinnen gleichermaßen. Der Fußballer Neymar postete 2019 nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn auf Instagram einen Livestream, in dem Klarname und Nacktbilder der Frau zu sehen waren, die ihn beschuldigt hatte. Nach Facebooks Regeln ein Fall von Rachepornografie, der bei Normalnutzern zur sofortigen dauerhaften Löschung eines Kontos führen würde. Facebook hat das Konto von Spitzenfußballer und Rachepornostar Neymar natürlich nicht gelöscht, weil er Neymar ist. Und das hat, belegen die internen Dokumente von Facebook, System. Ein geheimes Programm namens X-Check formulierte Ausnahmen für rund 6 Millionen Accounts. Die meisten prominenten InhaberInnen durften die Hausregeln brechen, ohne dafür sanktioniert zu werden. Im größten Land der Welt, Facebook, wird willkürlich und geheim bestimmt, wer über dem Gesetz steht und wer nicht. Es gibt Gesetze, aber sie gelten eben nicht für alle. Huch, ist das nicht die Definition von Diktatur? Hm? Facebook-Chef Mark Zuckerberg soll persönlich entschieden haben, sich den Wünschen der vietnamesischen Regierung zu beugen und regierungskritische Posts zu löschen. Ist doch schön, bei Facebook löscht der Chef noch selbst. Toll. Warum muss sich denn der mächtigste Medienkonzern der Welt überhaupt Wünschen einer Regierung beugen? Woran liegt denn das, Herr ehemaliger Sicherheitschef von Facebook? Ein zentrales Problem bei Facebook ist, dass ein und dieselbe Organisation sowohl für die Richtlinien der Plattform verantwortlich ist, als auch dafür, die Regierungen zufriedenzustellen. Facebook beugt sich nicht, Facebook macht das freiwillig. Man kann sich eben nicht gleichzeitig mit Politikern zum Lobbyland treffen und dann nachmittags ihre Völkermordaufrufe löschen. Entscheide dich, Facebook, who is hotter, Business oder Menschenrechte? Who is more fuckable? Facebook entscheidet sich natürlich immer fürs Business und verhilft so den, entschuldigen Sie mein schlechtes Portugiesisch, gefährlichsten Wichsern der Welt an die Macht. Vor der Stichwahl Brasiliens zeigt sich, dass vor allem der rechte Kandidat Bolsonaro von organisierten Lügen auf WhatsApp profitiert. Facebook hat zugelassen, dass Jair Messias Bolsonaro Lügen auf WhatsApp verbreitet. Und dann hat der irre Amazonas Lukaschenko 2018 die Präsidentschaftswahl in Brasilien gewonnen. Und seine rechtsextremen Fascho-Fans wussten nach der Wahl ganz genau, bei wem sie sich zu bedanken hatten. Yeah, Facebook, Facebook, Facebook. Das ist Portugiesisch für Scheiß auf Fakten. Wir erlauben derzeit keinen Faktencheck von Personen des politischen Lebens. Wir wollen politische Äußerungen auf der Plattform nicht beschränken. Facebook, yeah! Wir erlauben keinen Fakten, wir erlauben keinen Faktencheck. Moment mal, ist das nicht das Konzept von Bild Live? Wenn ich jetzt sage, ich möchte oder ich bin Indianer Häuptling, wäre das in Ordnung für Sie oder nicht? Ist das rassistisch, wenn ich das jetzt sage? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht, Herr Bundeskanzler. Politiker sind am liebsten da, wo Faktenchecks nicht so wichtig sind. Bei Bild TV oder bei Facebook, wo niemand so genau hinschaut, lassen sich Fake News und Desinformationen nämlich besonders effektiv verbreiten. Und Facebook weiß, Lügen von Politikern sind especially believable. Das steht in den Dokumenten. Und wenn Leute, die besonders glaubwürdig sind, lügen, ist das besonders gefährlich. Und besonders gefährlich klickt besonders gut bei Facebook. I've seen lots of research that says that kind of ranking, engagement-based ranking, prioritizes polarizing, extreme, divisive content. It doesn't matter if you're on the left or on the right, it pushes you to the extremes, and it fans hate, right? Anger and hate is the easiest way to grow on Facebook. Facebooks Algorithmen fördern Wut, steht in den geleakten Dokumenten. Facebook will Hass und Hetze auf seinen Plattformen, und das führt natürlich zu Gewalt in, ach, wie heißt nochmal diese unbedeutende Welt außerhalb vom Metaverse? Ah ja, Gewalt in der Wirklichkeit.
Ein Politiker der indischen Regierungspartei hat zum Beispiel auf Facebook dazu aufgerufen, Angehörige der muslimischen Minderheit Rohingya zu töten. Der indische Politiker Teeraja Singh sagte in Facebook-Posts und bei öffentlichen Auftritten, dass muslimische Rohingya-Einwanderer erschossen werden sollten. Er bezeichnete Muslime als Verräter und drohte mit der Zerstörung von Moscheen. Facebook-Mitarbeiterinnen wollten das Posting zwar löschen und den Account sperren, aber ihre Chefin bei Facebook hat gesagt, nicht löschen, lieber nicht sperren, das ist schlecht für unser Geschäft. Und denk doch auch mal an deine Zukunft hier bei uns im Betrieb. Facebooks Indien-Chefin sagte ihren MitarbeiterInnen, dass das Bestrafen von Verstößen der PolitikerInnen aus Modis Partei den wirtschaftlichen Aussichten des Unternehmens in Indien schaden würde. Facebooks größter Markt weltweit. Facebook ist ein Full-Service-Dienstleister für Volksverhetzer und Mörder auf der ganzen Welt. Aber wenigstens gibt's zwischendrin auch mal was zum Schmunzeln. Nice, Ötzi. Ausgetrickst. Viel gut Content. Nicht immer nur Bundeswehrreservisten, die weirde Fotos von sich mit Stahlhelm und Tarnanzug posten. Anton aus Tirol im Kosovo. Mein Gott. Na gut. Also doch mal zurück nochmal zu Militärgewalt, powered by Facebook. 2017 startete das Militär in Myanmar eine Desinformationskampagne gegen die muslimische Rohingya-Minderheit. Facebooks Algorithmus hätte Hass verbreitet, die Gewalt eskalierte, 25.000 Menschen starben, Hunderttausende flohen. Die Konzernzentrale in Kalifornien habe Warnungen von Menschenrechtsorganisationen ignoriert. Bis 2018 gab es nur 5 burmesisch sprechende MitarbeiterInnen für einen Markt von 18 Millionen User. 18 Millionen Menschen betreut von 5 Fachkräften. Das ist fast so ein schlimmer Personalschlüssel wie zurzeit in Krankenhäusern in Sachsen. Man muss vielleicht wissen, in Ländern wie Myanmar ist Facebook nicht einfach nur eine Plattform. Es gibt Länder auf der Welt, in denen ist Facebook das Internet. Nachrichten lesen, einkaufen, kommunizieren, alles läuft da über Facebook. Blöd ist nur, in armen Ländern wie Myanmar kann Facebook kein Geld verdienen. Darum sind solche Länder Facebook egal. Auch hier Äthiopien. Ja gut, aber was kann da schon passieren, wenn sich Facebook nicht um Facebook kümmert? Hass auf Facebook treibt Äthiopien gefährlich nah an einen Völkermord. Wie Facebook in Äthiopien einen Bürgerkrieg schürt. Online-Hass heizt den tödlichen Konflikt im Land an. ForscherInnen sagen, dass Facebook dabei versagt, dies zu stoppen. Ja, aber Völkermord ist ja irgendwie auch eine Art soziale Interaktion mit der Community. Daumen nach oben, I like. Wenn sich ein Land für Facebook nicht lohnt, übersetzt Facebook seine eigenen Seiten nicht mal in die jeweiligen Landessprachen. Wenn afghanische User versuchen, Posts als Hassbotschaften zu markieren, erscheinen die Dropdown-Menüs nur auf Englisch. Dasselbe gilt für die Seite mit den Community-Regeln. Ja, und wir alle wissen, wie schwer es ist, sich in einer Sprache verständlich zu machen, die man nicht beherrscht. My homeland, Baden-Württemberg, visits high share of high-tech industries. Our cross domestic product in the first half of this year suffered of a stunning 10% decline. 10%. 10%, thank you for the stitch word, 10%. Von so einem Wert ist die automatische Facebook-Software, die Hate Speech eigentlich erkennen und löschen soll, meilenweit entfernt. Die versagt in Afghanistan zum Beispiel, nämlich zu 99,8%. Um Ihnen das mal mit einem Diagramm zu veranschaulichen, schauen Sie mal, das ist also fast immer. Ja, dankeschön. Ein weiterer Bericht befand, von den in Afghanistan geposteten Inhalten, die innerhalb eines Monats als Hassrede klassifiziert wurden, wurden nur 0,23% automatisch von Facebooks Tools gelöscht. Facebook ist eine internationale Kommunikationsplattform, die nicht international kommunizieren kann. Genial! Facebook scheißt auf 90% seiner Nutzerinnen. Ui, oh. Wenn das die 90% der Nutzer mitbekommen, dann laufen die bestimmt zu Facebooks größter Konkurrenz, zu Instagram? Nee. Zu WhatsApp? Nee, was ist denn Facebooks größte Konkurrenz? Sie haben das Wort, Mr. Senator. If I buy a Ford and it doesn't work well and I don't like it, I can buy a Chevy. If I'm upset with Facebook, what's the equivalent product that I can go sign up for? Is it an alternative to Facebook in the private sector? Yes, Senator. No, Senator! Es gibt keine Alternative zu Facebook. Genauso wie es keine Alternative zu Instagram gibt. Oder zu WhatsApp. Klar, könnte ich zu einem Messenger-Dienst wechseln, dem Datenschutz nicht vollkommen scheißegal ist. Aber da reiche ich halt nicht alle. Weil alle bei WhatsApp sind. Leider wirklich alle. Habt ihr auch diesen Kettenbrief bekommen, mit dem ihr euch solidarisch zeigt mit krebskranken Kindern? Achtung, die Kerze, die ihr dort verbreiten sollt, die ist urheberrechtlich geschützt. Okay,
Facebook gefährdet die Gesundheit von Menschen. Facebook ist mitverantwortlich für Hass, Hetze, Suizide, Versklavung und Völkermorde. Facebook arbeitet auf der ganzen Welt mit verrückten Faschisten zusammen und fackelt eine Demokratie nach der anderen ab. Habe ich was vergessen? Facebook ist ein autoritärer Staat. Facebook behandelt den größten Teil des Planeten so fürsorglich wie eine eindringende imperiale Macht. Facebook ist ein lügenverbreitendes Instrument des zivilisatorischen Zusammenbruchs. Facebook ist ein Monster, das niemand stoppt. Zuckerberg bricht sein WhatsApp-Versprechen. Mit der Fusion der WhatsApp-, Instagram- und Messenger-Technik beendet der Facebook-Chef die Unabhängigkeit der Apps endgültig. Das macht den Weg frei für eine gigantische Datenbank über Milliarden Menschen. Und Facebook ist kein Monopol, nee. Facebook ist ein unreguliertes Megamonopol, das alle seine Produkte miteinander verschmilzt, damit im Facebook-Universum die Daten immer schön weiterfließen. Hashtag Metaverse. And while this may sound like science fiction, we're starting to see a lot of these technologies coming together. Yeah, all the technologies coming together. Fehlen zur absoluten Weltherrschaft von Facebook nur noch die Kontrolle über Geld und die Infos, was man wann wo gekauft hat. Built on blockchain technology, Facebook's Novi is being hailed as the next generation of digital wallet, designed to send and receive secure payments within a matter of seconds. Natürlich hat Facebook einen eigenen Zahlungsdienst. Na klar, und bald auch eine eigene Kryptowährung, Diem. Facebook ist schon jetzt die größte Autokratie der Welt. Mit eigenen Gesetzen, mit eigenen Leuten, die diese eigenen Gesetze überwachen. Eigene Außenpolitik, eigenen Amtssprachen und bald auch mit einer eigenen Währung. Facebook ist erst 17 Jahre alt. Jünger als die Lochis. 17 Jahre hat Facebook nur gebraucht, um die Welt komplett zu zerficken. Die Welt ist durch, wegen Facebook. Eine ideale Gelegenheit für Facebook, der Menschheit jetzt eine bessere, alternative Welt zu verkaufen, in der man mit verkackten Robotern, die aussehen, als wären sie bei Mario Kart 64 nicht durch die Charakterdesign-Qualitätskontrolle gekommen, Schach spielen muss. Facebook zerstört unsere Realität, um uns dann eine neue zu verkaufen. Was also tun? Was also tun? Facebook ist ein Problem für die gesamte Menschheit auf Erden. So groß und so bedrohlich, dass es kein Staat alleine lösen kann. Nicht mal alle Staaten zusammen. Facebook ist mächtiger als jeder Staat und jedes Gesetz. Über Facebook und Mark Zuckerberg steht nichts mehr. Also fast nichts. Ich habe das noch nie gemacht, meine Damen und Herren. Aber es geht ja um nichts weniger als die Erlösung der Menschheit vom Bösen. Also von daher, lasst uns singen. Enteignet Facebook, enteignet Facebook. Expropriate Facebook, expropriate Facebook. Expropriate Facebook, expropriate Facebook. Facebook onteigenen. Expropriate Facebook. Vous voyez chez Facebook. Meta occupation. Moderate me, papa.